Im Laufe dieser Woche haben die meisten deutschen Bundesländer erstmals wieder Präsenzunterricht eingeführt. Wir haben mit einer kurzen Unterbrechung während der Osterferien Präsenzunterricht seit Februar. Und ich schreibe das schon auch unserem Testsystem zu, mit unseren Antigentests, dreimal in der Woche. Alle Schüler machen mit. Haben wir schon eine Stabilität im Schulsystem erreicht und möglicherweise auch einen Beitrag dazu geleistet, dass die dritte Welle nicht so exponentiell gewachsen ist, wie es auch viele Kollegen aus der Wissenschaft erwartet haben. Das Schuljahr geht zu Ende. Eine gewisse Erleichterung kann ich mir selbst nicht in Abrede stellen. Die Matura ist erledigt. Wir werden in die Sommermonate gehen. Dann werden Schüler und Schülerinnen sozusagen in ein Testloch hineinfallen. Das ist sicherlich zu beachten, weil dann gar nicht mehr getestet wird. Ich glaube, wir werden Schülern und Schülerinnen auch noch einige Antigentests mitgeben auf den Weg in die Ferien, wo sie dann selbst testen können, im Zweifel, bin ich verkühlt oder bin ich vielleicht erkrankt, um hier auch eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Ich glaube, das nächste Schuljahr wird hoffentlich leichter werden. Wir haben eine hohe Durchimpfung bei den Lehrern und Lehrerinnen. Im Unterschied zu dem, was manchmal auch publiziert worden ist, Lehrer und Lehrerinnen sind gesundheitsbewusst und haben sich hier in einem hohen Ausmaß impfen lassen. Jetzt stehen die Impfungen der 16-Plus-Jährigen und der 12- bis 15-Jährigen an. Es ist, glaube ich, eine wesentliche Option auch für einen sicheren Schulstart nächstes Jahr. Aber es obliegt klarerweise den Eltern, darüber zu entscheiden, ob sie ihre Kinder impfen lassen wollen oder nicht. Ich halte es für eine sinnvolle Maßnahme, weil das Risiko zu erkranken noch immer ein größeres ist als das Impfrisiko. Wie der Schulstart nächstes Jahr dann im Konkreten abgehen wird, müssen wir in den Sommermonaten noch beraten. Und da würden wir sicherlich rechtzeitig auch mit den Medien Kontakt aufnehmen, um das kundzutun.